Sie gehen erst, wenn ich meine Uniform habe. Ich sollte gar nicht hier sein. Dein Schläger sollte sich nur das Mädchen schnappen. Ja, das gefällt dir nicht. Aber weißt du, Spider-Man ist das beste Druckmittel für Miss Mason. Ich meine, ihr habt sie gefangen. Zusammen. Ich meine, du hast sie gefangen, aber dank deiner Infos. Also, läuft da doch irgendwas mit den beiden. Ihr wolltet den Kleinen in Ruhe lassen. Onkel Aaron? Ah, der Kleine. Ich liebe es, wenn du das sagst. So väterlich. Lass Spider-Man gehen. Ich hole euer Nuform. Spioniere den Underground aus. Was auch immer. Siehst du? Druckmittel. Funktioniert immer. Mein Spider-Man! Du solltest bedenken, ich weiß einiges. Dass Nuform gefährlich ist, was mit Rick Mason passiert ist, wenn das öffentlich wird? Ja, wird es aber nicht. Also hör mal, als gesuchter Dieb würdest du bei all den Dingern, die wir gedreht haben, gleich in der Zelle neben mir landen. Und wir wissen beide, dass du dir dafür zu wichtig bist. Also, wir gehen jetzt rein und sehen nach Miss Mason und Spider-Man. Aber das ist eher eine Art geschlossene Gesellschaft. Ja. Bye. Onkel Aaron. Kennst du den Kerl? Wurden wir deshalb geschnappt? Nein, nein, Ness. Ich wusste, dass er für Roxxon arbeitet, aber dass er mich verpfeift? Ich glaub's nicht. Du hast mich in eine Falle gelockt. Warum höre ich dir überhaupt noch zu? Finn, nein. Es muss eine Erklärung geben. Ich wusste nicht, dass das passiert. Spaß dir einfach. Los, gehen wir weiter. Kriegst du das auf? Ja, klar. Wir lassen alles abriegeln. Das ist der Kontrollraum, in dem wir müssen. Also müssen wir an den Rolltoren vorbei. Hier ist ein Wartungsfeld, aber es braucht Strom. Mal sehen, was ich tun kann. Das muss an einem Generator hängen. So, du hast Strom. Ich versuch's. Ich kann die Rolltore nicht kurz schließen, nur Maschinen bewegen. Den Kran zum Beispiel. Vielleicht nutzt uns das was. Ich sehe mich um. Hier bauen sie Motoren für ihre Transporter. Hallo? Hey, ich kann den Kran hoch und runter fahren. Bringt das was? Hey, der Kran ist jetzt über dem Motording. Motording? Ich hab ne Idee. Kannst du den Kran wieder zum Fließband bewegen? Ja, ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Der Laser sollte den Motor aktivieren. Ah, Mist! Laserkurzschluss! Ich kann den Strom umleiten. Nur ein Kurzschluss. Der Laser funktioniert. Mit einer neuen Stromquelle. Cool. Die Netze leiten Elektrizität. Über die Knoten geht's, wenn ich Strom finde. Alles klar. Schalt den Laser ein. Ein Laser, bitte sehr. Perfekt. Wenn ich den Motor überlade, wird er explosiv. Und explosiv ist gut, wenn wir die Rolltore zerstören wollen.
Runter! Ja! Los jetzt! Fast geschafft! Da kommen wir raus! Gib mir ein paar Minuten! Sie wissen, was wir vorhaben! Kein Wunder! Es gibt nur einen Ausgang. Okay. Ich kümmere mich um die Wachen. Du machst diese Tür auf. Eins noch. Hast du je überlegt, mich anzurufen? Zu sagen, dass du Spider-Man bist? Weißt du, nach dem Tod meiner Eltern musste Rick quasi zu meinem Dad werden. Ein Bruder fehlte mir trotzdem nicht. Denn ich hatte ja dich. Finn, ich... Mach die Tür auf! Das hält nicht ewig! Geh! Ich komm klar, geh schon! Die Typen mit den Lampen am Helm erkennen Wärmesignaturen. Sie sehen dich, auch wenn du unsichtbar bist. Wie viel aus ihrer Forschungsabteilung wohl in den Kampf gegen uns fließt? Vermutlich Millionen von Dollar an Schwarzgeld. Mach den Weg frei. Ich überbringe die Sicherheitsvorkehrungen, dann geht's raus. Ich habe immer noch Zugriff auf die Maschinen, wenn du was bewegen willst. Alles klar da drin? Ja, die Netze sichern die Tür. Aber die Basis ist in Alarmbereitschaft. Sei vorsichtig. Schlafen. Und ausgenockt. Wir das ändern. Hör auf, mich zu hintergehen. Und tu nicht so, als hätte ich das nicht durchdacht. Niemand wird verletzt, wenn ich die Casa sprenge. Niemand außer Roxxon. Du weißt, sie haben es verdient. Gut. Versprich mir, dass wir darüber reden. Ich werde auch zuhören. Ich habe mich entschieden, Miles. Finde dich endlich damit ab. Dann muss ich dich aufhalten. Damit musst du dich abfinden. Hab's geschafft. Wir treffen uns im Ausstellungsraum hinter dem Fließband. Wir sehen uns. Mann, ein Eindringling! Hey, mach mal Pause. Sind verriegelt. Ich finde einen anderen Weg. Was, wenn wir Ricks Tod öffentlich machen? Hast du Beweise? Ich glaube nämlich nicht, dass das Wort von zwei Maskierten den Leuten reicht. Es muss irgendwie gehen. Da ist der Ausgang. Hey. Wiedergefunden. Danke. Ich kenne das. Das ist Kriegers Labor. Krieger hat ein Labor? Ist reine Show, aber ja. Rick hat mir mal ein Foto gezeigt. Kriegers Labor. Warte.
Hier sind alle Nuform-Projektdaten drauf. Toxizitätsberichte, Sicherheitsberichte und überall steht Kriegers Name. Das kann Roxxon vernichten. Shit! Gefällt dir der neue Look? Immun gegen deine kleinen Blitzdinger. Blitzdinger? Komm schon, Mann. Das ist dein Ende! Wollen wir spazieren? Wir müssen die Panzerung knacken! Ein würdiger Gegner! Ich schenke dir einen guten Tod! Einen guten Tod? Das kann man wohl irgendwie als Kompliment deuten! Irgendwas macht. Bin gleich zurück. Kriegers Daten werden Roxxon vernichten auf die richtige Weise. Weißt du, Krieger hat mir erzählt, wie dein Bruder starb. War sehr amüsant. Klappe. Er hat auch gesagt, es war deine Schuld. Krieger hat den Reaktor aufgerüstet. Wollte ihn überladen. Er hat Zeitdruck. Wenn Finn ihren Plan durchzieht. Oh mein Gott. Harlan. Du musstest zuschauen. Hilflos.
hin. Was zur Hölle hast du? Du hast die Brücke gesprengt! Mein Land wurde zerstört! Mich ausgeliefert! Finn! Finn, der Reaktor! Beim nächsten Mal töte ich dich. Du gehörst zur Familie. Meine Familie ist tot. Genki, ich brauche Hilfe. Ich besorge ein paar Lappen und Antibiotika. Okay. Miles? Wo bist du? Pero qué pasó? Was hast du da? Ich muss dir was sagen. Finn greift die Plaza an. Ja. Dann warst du das, der sie durch die Stadt gejagt hat. Als Spider-Man. Du hättest sterben können. No lo puedo creer. Warum hast du nie was gesagt? Die ganze Zeit. All unsere Gespräche, wie man auf sich aufpasst. Und jetzt? Du hättest dir nur Sorgen gemacht. Und der andere Spider-Man ist weg. Ich mach alles nur schlimmer und schlimmer. Und jetzt bist du sauer auf mich. Miles, nichts, was du tust oder bist, wird mich jemals davon abhalten, dich zu lieben. Nada. Du gibst mir Kraft, Miles. Das reicht schon, um ein Held zu sein. Man beweist Mut für geliebte Menschen. Einfach nicht aufgeben. Gloria übernimmt Feast und Theo hilft uns, alle zu informieren. Perfekt. Starten wir mit der Evakuierung. Treffen wir uns draußen? Du erinnerst mich immer mehr an deinen Vater. Pass auf dich auf. Mach ich. Hey, ich verbreite, dass Harlem evakuiert werden muss. Dann gehe ich mit deiner Mom von Tür zu Tür. Okay, cool. Ich wollte sagen, danke, dass du immer für mich da bist. Hey, ich brauche vorher noch deine Hilfe. Kein Problem. Ich will die Underground-Aktivitäten mit potenziellen Nuform-Lagern abgleichen. Oh, vielleicht kannst du Oscorps Überwachungstürme hacken. Bin dabei. Das wird aber eine Weile dauern. Schon okay. Danke, Mann. Ich werde mich kurz lang machen. Dann geht's weiter. Wenn das alles vorbei ist, mache ich mit meiner Musik weiter. Genki spürt Finn auf. Ich könnte die Zeit nutzen und die App checken. Nachsehen, wer Hilfe braucht. Machen Sie die Schotten dicht, Leute. Der lange vorhergesagte Sturm des Jahrhunderts, ein übler Schneesturm, zieht heran. Kaufen Sie ja genügend Vorräte ein. Meine treuen Zuhörer haben sicher schon jede Menge Jamesons Jerky, das länger hält als jeder... Hey, ich bin doch hier. Was? Nicht du, meine Katze. Benannt nach dem echten Spider-Man. Ein paar Idioten haben meinen Laden geplündert
und Spider-Man mitgenommen. Das ist furchtbar. Weißt du, wo sie hin sind? Sie haben gesagt, dass sie zum Umspannwerk wollen. Ein paar Blocks von hier. Ich werde sie finden. Und die Katze. Klar, Kleiner. Kann ja nichts schaden. Eigentlich mag ich sollte Genki anrufen, wenn ich dort bin. Was wollen die bei einem Umspannwerk? Da ist mein Eingang. Genki, ich brauche Hilfe. Theos Bodega wurde ausgeraubt und die Täter sind zum nächsten Umspannwerk geflohen. Schräg. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Ich sehe dich im Livestream. Auf Transformatoren? Okay. Wie viele davon müssen wir lahmlegen? Befehlston kannst du dir schenken. Sicher, dass das den ganzen Block lahmlegt? Ziemlich sicher. Hey, wenn wir mehr als einen lahmlegen, verwirrt das die Cops nur noch mehr. Ich war noch nie bei so einem Ding dabei. Weil du immer nur Kleinkram gemacht hast. Ein Job wie dieser hier ist eine langfristige Sache. Ich hoffe, der Krabbler kommt nicht. Was war das denn? Verflucht! Ich bin in Netze getreten! Leute, Achtung! Spend! Das war's. Wo bist du? Komm endlich raus, Spider-Man! Die Station liefert nur noch 64%. Vielleicht gibt's irgendwo Notstrom. Idee mit dem Backup-System. Du hast dieses Heldenzeug drauf. Nee, ich bin nur Zuschauer. Ich muss Theos Katze finden. Oh, Spider-Man! Halt! Halt! Spider-Man ist in den Aufzugsschacht. Ich komme, Spider-Man. Halt durch! Spider-Man, warte! Oh.